Und ich habe einen neuen Let's Player entdeckt, der echt seine Videos auch sehr gut gestaltet. Und ich weiß nicht, ob es schon online ist, Leute, auf dem Table Tennis Gamer. Da haben wir mal wieder meine andere Persönlichkeit hier mit drin. Da wird so eine schöne Promotion-Reihe starten, wo ich jede Woche einen netten Kanal vorstelle, die ich so finde. Und da könnt ihr, habt ihr aber keinen Einfluss drauf. Also ihr könnt mir da keinen vorstellen. Das würde ich, hätte ich gerne gemacht, dass ihr mir welche vorschlagen könnt und ich gucke die danach. Aber jetzt überlegt mal bitte, wenn ich frage nach Kanälen, ja, überlegt mal, was da an Nachrichten kommt. Oh Gott. Und das kann ich, weiß Gott, nicht verwalten, beziehungsweise alles lesen! Ey, die vierte Stage schaffen wir noch. Dann machen wir, enden war die Session, würde ich sagen. Leute, also, seid gespannt, wie lange wir noch hängen. Es sieht so nach 3 Millionen Stunden noch aus. Nein. Mein Minecraft leckt ein bisschen, warum? Ey, Minecraft, was ist denn da los mit dir? Der Server, der leckt voll. Oder ich lecke selber. Ach, schon wieder falscher Knopf. Ja. Ich hab zu viel gegessen heute. Ich hab fast gar nichts gegessen. Du hast gar nichts gegessen? Fast gar nichts. Boah, what the fuck, warum? Weil ich generell recht wenig esse. Ach, ich... Nee. Nicht der Server leckt, nicht Minecraft leckt, sondern, meine Maus schreit nach Batterien. Ja, ich habe eine Funkmaus. Ich weiß, der Tod jeden Gamers. Das stimmt gar nicht, ich habe auch eine Funkmaus. Ja, aber viele sagen halt, wenn man so richtig mit Gamer zocken will und so, dann darf man keine Funkmaus haben, weil die schmiert so oft ab, wie wir gerade sehen beim TT. Aber Leute, da ich eh keine Ego-Shooter oder sonstiges hier... Das ist nicht euer Ernst, immer an der Stelle. Da ich eh keine Ego-Shooter oder sonstiges über PC spiele, brauche ich keine Maus, die super, hyper... Ja, das ist aber jetzt schon ein bisschen krass hier. Wartet, ich gehe mal mit Batterien cheaten. Aus der anderen Maus, die ich habe, ja? Ich habe zwei Mäuse. Weil ich ja... Ach, die sind aber zu klein. Dann muss ich wohl oder übel eine Batterie aus meiner wertvollen Wii-Fernbedienung entwenden. Wo ist die Wii-Fernbedienung? Scheiße, wo ist die? What the fuck? Ah, hier. Aber meine Mutter sollte neue Batterien gekauft haben, insofern ist das auch nicht so schlimm. Zack. Wahrscheinlich ist deins auch nicht mehr, aber ich habe keinen Bock jetzt mitten in der Aufnahme ins Wohnzimmer zu gehen und eine Batterie zu holen. Ah, der Manuel hat ja mal gesagt irgendwie, der ist in einem Part, hatte sich mal einen Kaffee oder weiß ich nicht, war der in der Küche oder so, mitten im Let's Play. Der hat gesagt, so, ich geh mal was zu trinken holen. Und er sagte, ja, vielleicht gehe ich irgendwann mal an die Tankstelle mitten im Let's Play. Ja. Bleibst du so stehen, weißt du, bleibst du so, ja, ich komm gleich wieder, ich bin mal eben an der Tanke, so 7 Minuten später kommst du wieder, die Chips dabei und so. Das wäre doch auch mal was. Let's Play Part. Au, 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 so. Heya, we Japaner. Ich bin ein Japaner. Nein, schon wieder da verkackt, ey. Wie unfair ist das denn, Leute? Mal ganz im Ernst. Das Spiel ist so kackendreist unfair, ne? Hopf. Nein, jetzt habe ich den Secret verpasst. Ich habe auch manchmal das Bedrängnis, da einfach so rüber zu hüpfen. Ach, egal, hier ist Feuer mittendrin. Habe ich den Secret halt verpasst? Ich bin ja schnell da. Oder was heißt schnell? Es geht. So, hier. Wir hätten mal jetzt schon längst sein können, wenn wir das da oben mitgenommen hätten. Aber nein, der TT ist ein Vergesser. Kein Failer, sondern ein Vergesser. So, so. Heya! Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Nein. Ah, und verdammt. Hopp. Und hopp. Hopp. So. Und hopp. So, und diese Stelle. Keiner geschafft bisher. Warum? Ey, die ist doch nicht so schwer. Was ist denn da los? Warum denn? Oh. Hast du es schon geschafft? Wo es so runter geht oder was? Diese eine Stelle. Nee, die ist nach den Trittplatten, wo du in der Mitte durchspringen musst. Ne, wo man in der Mitte durchspringen muss, da wurde ich geschubst und dann hatte ich nicht genug Anschwung. Habe ich dich geschubst? Nee, von den Steinen. Ich war ein bisschen zu weit links. Ach so. Und dann hört er auf zu rennen, sobald du irgendwas berührst. Das stimmt, ja. Das geht mir auch richtig auf den Nerv, wenn ich ehrlich bin. So.
Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt so. Und jetzt diese Passage hier. Alter! Schon wieder nicht geschafft! Ey, wie... Was? Ich spiele diese Passage... Passage wie jede andere. Und nie schaffe ich das. Warum denn? Wo ist denn da bitteschön das Problem an der Passage? Das raff ich voll nicht gerade. Der geht voll nicht in meinen Kopf rein. So schwer ist die doch echt nicht. Ja, Leute, ihr könnt ja mal ein schönes Video machen, so, ob ihr Bock habt oder ob ihr diese Passage so einfach schafft. Ja, Speed Challenge. Speed Challenge, ja. Ach du Scheiße, die habe ich ja auch noch vor mir von der vierten, ne? Ja, also, Moment, ich habe aber ja vorher schon gesagt, wenn ich es schaffe. Ja, geschafft. Endlich, ey, what the fuck? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, ihr asozialen Scheißeichhörnchen, ey. Was ist denn mit euch? Wie kann man denn so asozial sein? Mein Gott. Okay. Ja, warum sollte man auch rennen? So. Und top. So. Nein! So, jetzt aber, Freunde. Jetzt werden wir das hier schaffen. Ah. Warum drücke ich immer den falschen Knopf? Ja, David, du kannst uns ja mal erzählen, was du überhaupt so Erfahrungen mit Jump'n'Runs hast. Hast du da viel Erfahrungen eher nicht so... Auf Minecraft bezogen, oder? Ja, so generell. Viel Super Mario Hex gespielt, unter anderem auch Kaizo Mario. Und richtig Pro? Mittlerweile bestimmt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ich habe so schon seit einem Jahr oder so nicht mehr gespielt. Ey, ohne Scheiß, trainier das mal. Okay. Ich würde da gerne eine Challenge von machen. Okay, dann muss ich mir mein Skill wieder aneignen. Ich bin Kaizo Mario Pro gewesen. Mittlerweile auch bestimmt nicht mehr so. Obwohl ich es immer mal wieder spiele. Ich habe Super Meat Boy ja auch... also Super Meat Boy bin ich ja immer noch halber Pro, sage ich mal. Und Super Meat Boy und Kaizo Mario tut sich nicht so viel, finde ich. Also das ist schon was anderes, weil du bei Kaizo Mario ja mit Saves spielst. Aber von der Steuerung, zumindest bei meinem Gamepad, so wie ich das eingestellt habe, tut sich da eigentlich nicht viel. Und von der Reaktion sowie der Bewegungsgeschwindigkeit und so weiter und so fort auch nicht. Ja, Super Meat Boy kommt auch noch ein Let's Play von mir. Oh, ja, da wünsche ich dir schon mal viel Erfolg, David. Das könnte lustig werden. Aber die ersten drei Stages schaffe ich in einen Let's Play-Part. Bist du so gut? Es geht. Also ich habe schon mal eine Testaufnahme gemacht und ging relativ schnell. Ah, David, das ruft nach einem Battle, habe ich so langsam das Gefühl. Ihr habt da zwar schon mit dem Sepp gebettelt, aber wer mich kennt, weiß, dass ich auch Kaizo Mario schon 80 Mal gebettelt habe. Weil solche Battles werden nie alt. Okay, wenn du bettelst. Wenn ich schon mal was kann. Nein! Ey, Alter, langsam habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Was soll das denn, ey? Das ist doch echt nicht wahr, wie langsam wir einfach vorankommen. Komm jetzt, Freunde. Ja, warum springst du darüber? Boah, Scheiße, du hast recht. Schon wieder, ey, fail. Nein. Dafür schaffe ich jetzt das ganze Level. Im Speedrun-Mode direkt. Pass auf, ich sag das dir, ich schaffe das jetzt. Jetzt schaffe ich das, David. Jetzt werde ich das schaffen. Ja, gucken. Ich muss mir nur Mut machen. Warte, ich bleib mir hier am Spawn stehen. Jetzt werde ich das schaffen, David. Ach so, wartest du auf mich? Ja. Aha, so einer bist du also. So einer ist der David. Das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, du bist ein lieber Mensch. Nein. Vielleicht würde ich dir gratulieren, wenn du schaffst. Fuck dich, ey. Und hast du es nicht geschafft. Geh nach Hause. Ich bin zu Hause. So ein Scheiß aber, oder? Obwohl, im Prinzip bin ich nicht zu Hause. Mein Zuhause ist Köln und nicht Ostfriesland. Verdammt. Dein Zuhause ist Köln. Komme nach Köln zurück, David. Ja, tue ich auch irgendwann mal.
ich bin zwar Düsseldorfer und eigentlich wird dem Klischee nach gesagt, ich hasse die Kölner. Und die Leverkusener, also mich. Aber das tue ich nicht. Deswegen